Ja, vielen Dank an alle Beiträge. Ich glaube, die Debatte hat gezeigt, wie wichtig das Thema ist. Und ich glaube, sie hat auch gezeigt, dass wir ein Stück weit an einem Punkt sind, wo ein Paradigmenwechsel stattfindet. Herr Don Davis hat vorhin in seinem Beitrag, im letzten Beitrag, darauf hingewiesen, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit gab, in der eine andere Ideologie vorherrschte, wo es ein sehr starkes Verständnis gab der Gesellschaft, über soziale Maßnahmen Ungleichheiten zu bekämpfen. Das ist auch Grundlage vieler europäischer Verfassungen, diese Zeit, und auch der Europäischen Sozialcharta. Und wir haben vor allen Dingen in den Jahren so ab Mitte der 80er und den 90er, 2000er Jahren eine Zeit gehabt, wo die Vorstellung vorherrschte, dass Ungleichheit eigentlich gar kein Problem ist, dass es sogar gut ist. Und ich glaube, wir sind im Augenblick in einem Punkt, wo wieder ein Paradigmenwechsel stattfindet. Die vielen internationalen Organisationen, die hier auch erwähnt wurden, die OECD, der IWF, die Weltbank, die ILO kann man auch erwähnen, und auch die Interparlamentarische Union hat jetzt kürzlich einen entsprechenden Bericht veröffentlicht. Die sind eigentlich Zeugnis davon, dass wir an solchem Punkt stehen. Ich will vielleicht noch ein paar Punkte sagen zu einzelnen Beiträgen. Also, Herr Rocker, es geht nicht um eine geplante Wirtschaft hier. Es geht auch nicht um Festsetzung von Löhnen. Das steht alles sozusagen nicht in dem Bericht drin. Das ist vielleicht ein Schreckgespenst, was Sie haben. Aber ich glaube nicht, dass das Gegenstand dieses Berichtes ist. Ein ganz wichtiger Punkt, der häufig angesprochen wurde, ist die Frage von Protektionismus. Frau Blondin hat das angesprochen. Der Frage der globalisierten, neoliberal globalisierten Wirtschaft. Ich glaube, wir brauchen auf beiden Ebenen dringend Maßnahmen, sowohl auf der nationalen Ebene, aber vor allen Dingen auch auf der internationalen Ebene. Und der Europarat ist ja auch eine internationale Organisation, die ihre Internationalität dafür nutzen sollte, um zum Beispiel den Kampf gegen Steueroasen oder vielleicht auch die Abstimmung bezüglich Besteuerungen voranzutreiben, weil wir brauchen diese internationale Kooperation auch auf dieser Ebene, weil ansonsten fürchte ich, dass auch nationalistische Lösungen einfach immer stärker werden. Das ist ja, was wir zum Teil auch schon beobachten. Ich will vielleicht zum Schluss auf eine sehr interessante Studie verweisen, die auch als Buch veröffentlicht wurde. Auf Deutsch, in Deutschland heißt dieses Buch Gleichheit heißt Glück. Das ist in der deutschen Sprache vielleicht etwas provokant formuliert. Es sind Wissenschaftler Kate Pickett und Richard Wilkinson, die Langzeitstudien gemacht haben und verschiedene Gesellschaften verglichen haben in puncto Gleichheit und Ungleichheit. Und sie kommen zu dem Schluss auf Grundlage empirischer Daten, dass Gesellschaften, die weniger ungleich sind, wir reden ja nicht über vollständige Gleichheit, aber die weniger ungleich sind, insgesamt glücklichere Gesellschaften sind, gesündere Gesellschaften, wo weniger Angst da ist, wo weniger Drogensucht da ist, bestimmte gesellschaftliche Probleme, die es natürlich in allen Gesellschaften gibt, weniger ausgeprägt sind. Und ich finde das ein sehr schönes Bild, und ich will vielleicht zum Schluss auch Maren Lambrecht danken vom Sekretariat für die wunderbare Unterstützung. Vielen Dank.